Es ist viel passiert. Aus diesem Grund war ich diese Woche auch gar nicht hier in meiner Werkstatt. Denn ich habe mir einen Lebenstraum erfüllt. Ich sag nur so. Ja, ich habe mir ein Haus gekauft. Für mich und meine Familie. Schönes Haus hier bei uns in Hamburg im Grünen. Mit einem sehr großen Grundstück dabei, so ziemlich in der Natur, und jetzt kommt es natürlich auch mit Platz für eine neue Werkstatt. Darum habe ich hier auch so rumgedruckst mit dieser Werkstatt und hier, was das Thema Werkstattausbau angeht, nicht wirklich weitergemacht, weil ich es immer schon im Hinterkopf hatte und es immer mehr wurde zu dem Thema, und somit habe ich das einfach hier rausgezögert. Und jetzt ist es wirklich fix, es wird eine neue Werkstatt geben, meine dritte. Deutlich größer, 48 Quadratmeter wir die neue Werkstatt haben. Das ist eine große Garage, die aktuell schon als Werkstatt genutzt wird, aber eben eher so für Autobastlereien. Die werde ich mir in eine Holzwerkstatt umbauen, und ihr werdet, wenn ihr Bock drauf habt und jetzt unten auf Abonnieren drückt, live dabei sein und es alles miterleben. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man so ein Haus kauft, gibt es auch viel in dem Haus zu tun. Und auch das wird es hier in naher Zukunft auf dem Kanal geben. Denn es müssen Fußböden erneuert werden, es müssen Fliesen rausgebrochen werden, denn da soll jetzt Parkett rein ins Haus. Heißt, ich werde euch zeigen, wie ich als Heimwerker, was auch wirklich ihr da draußen auch alle könnt, Fliesen verlegt, Parkett verlegt, Wände rausreißt, Wände wieder setzt, Decken streichen, Wand streichen, tapezieren, werde ich vielleicht auch mal zeigen, mal gucken. Vielleicht werde ich auch zeigen, wie ich das da alles tapeziere. Und dann natürlich aber auch in naher Zukunft geile Projekte wie aus dem Garten, wie man sich ein Hochbeet baut zum Beispiel, wie ich aber auch einen Zaun setzen werde, wie ich, was fällt mir noch alles ein, ein Holzdeck als Terrasse will ich bauen und. Und natürlich auch dann die neue Werkstatt in meiner riesen 48 Quadratmeter Garage einrichten. Alle Maschinen, die hier sind, werden natürlich damit rübergehen. Das Geile an dieser Garage ist eben auch, es ist ein Rolltor drin, was natürlich in der Garage relativ normal ist. Und natürlich auch Fenster. Ich kann endlich durchlüften, was hier natürlich auch fehlt. Ich habe da sogar einen Starkstromanschluss. Ich habe da sehr, sehr viele, viele Steckdosen, weil auch der jetzige, der, ich sag mal, ehemalige Eigentümer, hat auch da drin viel Zeit verbracht. Und somit ist es auch so schon eingerichtet, dass das eben auch ja, als Werkstatt nutzbar ist. Aber auch, wie gesagt, im Haus wird viel zu tun sein. Und ja, ich kann auch vorhin auch geschrieben, Fußboden erneuern, das will ich natürlich auch fair und zeigen, wie ihr als Heimwerker es auch selber machen könnt. Tapezieren, malen, Badezimmer modernisieren, natürlich alles von Sanitäreinrichtungen bis aber einfach nur Fliesen, dann müssen Wände versetzt werden und so weiter. Und ich will euch als Vlog wirklich dran teilhaben lassen und euch bei diesen ganzen Themen mitnehmen. Denn wirklich jeder Heimwerker da draußen, der kann das. Und ein Haus selber bauen ist eine Sache, aber ein Haus umbauen, es zu modernisieren, das kann wirklich jeder. Das werde ich mit euch. Und ich möchte euch jetzt wirklich in der Zukunft, ich denke mal, es wird so November circa losgehen, zeigen, wie ihr da draußen das auch selber machen könnt, weil es ist wirklich kein Hexenwerk. So, jetzt noch ein paar Eckdaten zur zukünftigen Werkstatt. Hier, 48 Quadratmeter. Aktuell ist da kein Fußboden drin. Naja, klar ist da ein Fußboden drin, aber es ist eben einfach nur so ein abgeranzter Betonfußboden. Der muss natürlich dann auch mal neu gemacht werden. Und da könnt ihr mir jetzt schon mal unten in die Kommentare schreiben, was ich da machen soll. Was aus Holz oder einfach mir einen neuen Estrich reinziehen, was auch immer. Aber ihr könnt mir entscheiden, weil ich will euch dran wirklich teilhaben lassen. Dann sind teilweise Wände nicht verputzt. Das ist der rohe Mauerstein da. Dann natürlich muss auch das Ding gemacht werden. Auch das werde ich dann mit euch zusammen machen und es wirklich schön einrichten. Dann gibt es natürlich auch aktuell keine Werkstattmöbel. Aber wie ich hier oben mal verlinke, ich bin ja aktuell dabei, Schränke zu bauen. Die baue ich natürlich weiter, weil die habe ich jetzt extra so gebaut, dass sie eben mobil sind und ich sie natürlich auch in einer neuen Werkstatt nutzen kann. Und es ist natürlich jetzt auch noch kein Licht drin. Hier oben seht ihr auch zum Beispiel eine Lampe. Ich werde natürlich die Lampen mitnehmen. Das sind ja extra Lampen, die ich hier auch so eingebaut habe, dass ich sie zum Filmen nutzen kann. Die sind eben flimmerfrei und machen extrem viel Licht. Ja, ansonsten, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, ich habe ein Rolltor, ich habe Fenster, ich habe Starkstrom. Also eigentlich alles perfekt, um eine richtig geile Werkstatt einzurichten.
Aber ihr könnt euch auch vorstellen, wenn man in so ein Haus zieht, dann geht es nicht als erstes darum, die Wäsche einzurichten. Nein, nein, es gibt natürlich viel zu tun. Und dieses Haus ist wirklich kein kleines Haus, es ist schon ein bisschen größer. Und somit gibt es natürlich auch viel wirklich große Projekte. Ich sagte zum Beispiel auch sowas wie, auf der einen Seite des Hauses ist ein Balkon. Dieser Balkon ist noch gut für den Schuss und alles sieht super aus, aber die Brüstung, die könnte man mal neu machen. Und auch da könnt ihr gerne dabei sein, weil ich werde sie definitiv auch selber neu machen. Ich möchte klar, auch manche Sachen muss ein Handwerker machen, so wie ein Wanddurchbruch. Da soll schon ein Profi dran, auch so Statik und so weiter. Da möchte ich jetzt meine Finger von lassen. Aber viele Sachen, gerade so diese typischen Heimwerker-Sachen, Modernisierung, das kann man einfach alleine machen. Und ich möchte euch dabei teilhaben lassen und euch einfach dabei haben und freue mich jetzt schon auf euer Feedback, was ich so alles auch falsch mache. Und wenn denn das Haus wirklich in Anführungsstrichen fertig ist, weil ihr könnt euch vorstellen, so ein Haus ist irgendwie auch der nie fertig, dann geht es auch wirklich darum, auch so tolle Sachen zu machen wie eine Poolumrandung. Ich möchte richtig, das ist jetzt schon ein Pool, ist so ein Aufstellpool, da möchte ich so ein Holzdeck bauen, dass man oben auf der Pool- oder Wasserebene oben auch zum Beispiel Liegestühle hinstellen kann. Oder auch zum Beispiel so einen Gartenschuppen will ich bauen. Ich habe da richtig, richtig viele tolle Ideen, was ich da alles machen will. Aber es wäre das ein langjähriges Projekt. Also so ein Haus kann man sich auch wahrscheinlich vorstellen. Es ist schon so ein Lebensthema. Es ist nicht so ein Projekt, was man mal fertig macht oder mal so in einer Woche schnell ein Video drüber und fertig. Nee, das wird Jahre uns begleiten. Und das Geile ist ja auch, wenn einem so eine Werkstatt oder so ein Haus dann auch persönlich gehört, man hat es gekauft, dann ist das ja auch wirklich was Langfristiges. Heißt, ich werde mir da zum einen natürlich Zeit lassen, es alles richtig schön machen, aber ich werde es eben auch lange, lange, lange nutzen können. Weil ich gehe davon aus, dass ich in diesem Haus meinen Lebensabend verbringe. Heißt wahrscheinlich wirklich die nächsten 50 Jahre oder so. Mal gucken, ob ich einen YouTube-Kanal auch so lange habe. Wer weiß das schon. Mal gucken, vielleicht sehen wir uns hier in 50 Jahren wieder. Oder bis dahin jeden Samstag um 8 Uhr. Und bis dahin bin ich zum richtig Heimwerker geworden. Ich bin jetzt zwar auch schon Heimwerker, aber ich lerne jedes Mal dazu bei jedem Projekt. Aber bis dahin kann so, so viel passieren. Und ihr seid auf jeden Fall dabei, wenn ihr Bock drauf habt. Also, ich fordere euch jetzt nochmal drauf, unten abonnieren, kommentiert auch drunter. Und ich freue mich jetzt schon, das alles mit euch zusammen zu machen. Allein schon das Thema Werkstattumzug. Weil diese Maschinen hier wiegen teilweise 100 Kilo. Jo, die zu transportieren wird nicht leicht. Ne? Also da muss ich auf jeden Fall auch Unterstützung haben. Ich hoffe, ich finde da noch so ein, zwei Leute, die mir da helfen. Aber ansonsten, wie gesagt, jetzt geht das Thema wirklich ab. Jetzt wird natürlich diese Werkstatt nur das Nötigste gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte hier zum einen natürlich es ordentlich hinterlassen. Ganz klar, ich werde natürlich auch nochmal mit meinem jetzigen Vermieter diskutieren, ob ich die zum Beispiel hier meine Klinkerwände hier drinnen lassen kann oder rausreißen muss. Aber das wird man dann einfach sehen. Und soweit, es wird einfach richtig geil, eine neue Werkstatt, meine, wie gesagt, dritte Werkstatt einzurichten. Und ich freue mich jetzt schon auf euer Input, was ich da wie machen kann. Und vielleicht hat sogar einer von euch oder auch zwei oder drei von euch Bock, mich zu unterstützen und vielleicht auch beim Werkstattumzug zu helfen. Schaut doch mal unten drunter, ich würde dann wirklich Kontakt zu euch aufnehmen, weil da ist echt viel zu tun. So, aber nicht jetzt lang geschnackt. Samstag, 8 Uhr morgens, wie jeden Tag, wie jede Woche hier auf meinem Kanal. Aber jetzt reicht es auch. Genießt das Wochenende mit eurer Familie, mit eurer Liebsten, mit eurem Partner, was auch immer. Und macht die Kiste hier aus, ne? Raus mit euch an die frische Luft und euch allen ein schönes Wochenende.